In fast jedem Siedler-Szenario ist die Ausbildung einer mächtigen Armee der Punkt, in den alle vorherigen Schritte münden. Siedler 1 und 2 hatten aber noch keinerlei Einheitenvielfalt. Siedler 3 hatte von den ersten vier Teilen vielleicht das beste System, aber abgesehen davon, dass ich kein Fan seiner Kampfkraftberechnung bin, würde die direkte Verknüpfung von Mana- und Soldatenlevel dem neuen Rahmenthema widersprechen, das wir in diesem Entwurf verfolgen. Siedler 4 hatte einige Probleme, die zum Teil durch die direkte Übernahme anderer Mechaniken des Vorgängers entstanden. Durch den Einsatz von Gold zur Rekrutierung besserer Soldaten entstand aber vor allem die Situation, dass Level 2 Soldaten zu keinem Zeitpunkt relevant sind. Wenn ihr sie ausbilden könnt, stehen euch auch Level 3er zur Verfügung. Im Gegensatz dazu hatte Siedler 3 eine klare Progression, in der man sich Level 3 Soldaten erst erarbeiten musste. Ich habe keinen unmittelbaren Fix für das Überspringen von L2ern, der nicht neue Rohstoffe erfordert. Silber als Ergänzung zu Gold würde eine engere Kontrolle des Zugangs zu Level 3 ermöglichen, aber wäre ansonsten praktisch identisch mit Gold. Ein zweiter Ausrüstungsgegenstand wie ein Schild passt nicht zu jeder Einheit und wurde in den meisten Fällen ebenfalls in der Waffenschmiede oder einem ähnlichen Gebäude aus Eisen hergestellt, wodurch sich das Problem auf L1er verschieben würde, die dann sinnlos wären. Level 3 wird aber immer das Ziel des Spielers sein und wir können einige Freiheiten in der Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht wird, ermöglichen. Eine kleine, aber fundamentale Änderung halte ich aber direkt für nötig und ich würde sie auch zu gerne mal als S4-Mod ausprobieren. Fisch und Fleisch werden als Lieblingsnahrung getauscht, also Fisch für Eisen- und Schwefelminen und Fleisch für Gold- und Kristallminen. Fleisch sollte die wertvollste Nahrung sein, ist aber oft etwas, was man irgendwann im Late-Game nachbaut, weil die Jäger nichts mehr finden. Fisch für Gold ist aber auch etwas, was im Siedler 3-System passte, weil dort Gold nicht direkt zu stärkeren Soldaten führte. In der Verteidigung war es zunächst wertlos und generell brauchte der Kampfkraftbonus erst etwas Zeit, um sich bemerkbar zu machen. S4 dagegen leidet darunter, dass Gold einem so hinterhergeworfen wird. Wenn ohne PT gespielt wird, gewinnt im Grunde genommen der Spieler, der zuerst Level 3er rushen kann. Selbst mit der geringsten Kampfkraft, die S4 zulässt, gewinnt ein Level 3 Soldat immer gegen einen verteidigenden Level 1er, was das Kampfkraftsystem als Anti-Rush-Mechanik entkernt. Ich habe es in anderen Videos schon angerissen, aber ich würde das Siedler 4-System um ein Erfahrungssystem erweitern. Soldaten können im Kampf und durch Training auf dem neuen Trainingsplatz Kampferfahrungen sammeln und dadurch im Level aufsteigen. Eine Beförderung kann aber nur passieren, wenn der Soldat gerade nicht an einem echten Kampf teilnimmt. Wenn genug Zeit vorhanden ist, kann man also Level 3 Soldaten ganz ohne Gold bekommen. Mit dieser Möglichkeit macht es auch Sinn, früh schwächere Soldaten zu rekrutieren und auf diese Weise nachzuleveln. Hier sehe ich einiges an Potenzial für mögliche Strategien, sowohl mit als auch ohne vereinbarte Peacetime. Level 2er wären dann ein guter Kompromiss mit Soldaten, die direkt eine gewisse Kampfstärke mitbringen und einen potenziellen Goldersparnis, wenn ein erwarteter Angriff nicht eintritt und sie die Zeit bekommen, sich auf Level 3 hochzutrainieren. Wenn wir den langen Weg fördern wollen, könnten Soldaten auf diese Weise auch ein paar Perks bekommen, die sie sonst nicht hätten, zum Beispiel höhere Sichtweite oder die Fähigkeit, nicht von schwerer Rüstung verlangsamt zu werden. Mehr dazu in ein paar Minuten. Die Amazonen können dank ihres Magiefokus weiterhin die göttliche Aufwertung parallel nutzen, als Ausgleich für ihre fehlende Forschung. Erfahrung ermöglicht es aber auch, dass Hauptmänner deutlich interessanter werden. Siedler 4 hat den Hauptmann in jeder Hinsicht verbockt, er braucht also eine Generalüberholung. Hauptmänner sollten eine teure und wertvolle Einheit sein, von der man in der Regel nur eine Handvoll im Laufe eines Spiels besitzt. Er stärkt weiterhin die Soldaten, die er befehligt, allerdings sollte das nun als Buff-Aura funktionieren, statt an die Steuergruppen geknüpft zu sein. In Verbindung mit Fernkämpfern haben wir so etwas Risk-Reward, denn je näher wir den Hauptmann an unsere Kampflinie stellen, desto mehr Soldaten betrifft er. Das setzt ihn aber auch einem höheren Risiko aus, von einem feindlichen Priester gesniped zu werden. Außerdem subventioniert dies Nahkämpfer, da sie in der Regel in größerer Zahl von einem Hauptmann profitieren würden. Gebuffte Soldaten leveln auch schneller, was den Hauptmann auch für schwächere Soldaten nützlich macht. Diese Aura würde ich auch für Helden verwenden, da solche Einheiten in den meisten Spielen, selbst wenn sie sehr stark sind, oft irgendwo geparkt werden, weil sie bis zum Schluss überleben müssen. Für Hauptmänner funktioniert das Leveln aber auch etwas anders. Hier können wir uns ein wenig an Civilization bedienen, wo erfahrene Einheiten zum Beispiel auf den Kampf auf bestimmten Terraintypen spezialisiert werden können. Zu diesem Zweck halte ich es auch für sinnvoll, wenn Hauptmänner Namen erhalten und umbenannt werden können. Außerdem würde ich den Beförderungszauber der Mayas erweitern, sodass getroffene Hauptmänner direkt ein neues Perk aussuchen können. Die Mayas und ihre Verbündeten hätten so potenziell recht einfachen Zugang zu sehr mächtigen Hauptmännern. Mögliche Perks wären zum Beispiel der letzte Mann, was dem Hauptmann Gesundheitsregeneration für jede Einheit, die er gerade bufft, geben würde, trotzdem Tod, was den Hauptmann im Fall einer tödlichen Verletzung vollständig heilen und die Soldaten in seinem Umkreis buffen, sich aber dabei auch selbst vom Hauptmann entfernen würde, oder Eiserner Wille, welches den Hauptmann und die gebufften Soldaten vor Zaubern und anderen Dingen schützen würde, die ihr Verhalten beeinflussen, zum Beispiel den Bekehrungszauber der Römer oder den Angstzauber der Wikinger. Andere Perks könnten einen Hauptmann in eine defensivere Richtung spezialisieren und den neuen Hauptmann-Slots für Burgen nutzen. Unserer Fantasie ist hier eigentlich keine Grenze gesetzt.
Ein weiterer Nebeneffekt von Erfahrung wäre, dass wir die Regeln bezüglich völkerfremder Spezialwaffen entspannen können, denn ich will weg von der automatischen Umwandlung völkerfremder Waren, wie wir sie aus S4 kennen, hin zu mehr Interaktion zwischen den Völkern. Grundsätzlich sollte jedes Volk in der Lage sein, die Spezialwaffen der anderen Völker zu nutzen, wenn es sie durch Eroberung oder Handel erwirbt. Allerdings können damit unter normalen Umständen nur Level 1 Soldaten ausgebildet werden. Römer hätten schließlich keine Ausbilder, die mit einem Rucksackkatapult vertraut wären. Diese Soldaten müssten also durch Training, Kampf oder den Beförderungszauber nachgezogen werden. Das setzt aber voraus, dass jede Spezialeinheit eine eigene Ware braucht. Das betrifft aber im Grunde nur den Sanitäter, der bisher mit dem Schwert rekrutiert wurde, aber wohl ursprünglich einen Dolch bekommen sollte. Es bedeutet auch, dass zwischen normalen Speeren für den Nahkampf und Wurfspeeren differenziert werden müsste, wenn wir eine solche Einheit haben wollten. Allerdings sehe ich auch Raum, um die Ausrüstung von Soldaten unabhängig von deren Level zu erweitern. Siedler 4 fügte Rüstungen als zusätzliche Ware für Hauptmänner ein, tat aber auch nicht mehr damit. Ich würde Rüstungen von Hauptmännern trennen und Teil eines modulareren Systems machen, von dem alle Soldaten profitieren können. Rüstungen können in mindestens zwei Typen aufgeteilt werden und es gäbe auch Potenzial für völkerspezifische Varianten. Die beiden wichtigsten wären aber leichte Rüstung aus Stoff, je nach Volk entweder aus Baumwolle oder Flachs, und schwere Rüstung, die wie gewohnt in der Schmiede hergestellt wird. Schwere Rüstung wäre von den Stats her besser, könnte aber Einheiten verlangsamen und braucht mehr Bodenschätze, während leichte Rüstung produziert werden kann, ohne die Nahrungs- und Schwerindustrien weiter zu belasten. Ähnlich würde auch Kavallerie funktionieren. Wenn es die Spiellogik zulässt, würde ich Pferde ohnehin wie Siedler behandeln, aber wenn das nicht geht, könnte auch die Pferdezucht, welche ich mit der Eselzucht zusammenlegen würde, eine bestimmte Anzahl an Boxen haben, in denen die Pferde warten, bis ein Soldat kommt und sie beansprucht. Pferde sollten von Schwertkämpfern, Bogenschützen und Hauptmännern genutzt werden können, mit Einzelfallentscheidungen für die diversen Spezialeinheiten. Berittene Einheiten sind wesentlich schneller, werden aber anfällig gegen Speerkämpfer. Das ist aber nur ein Aspekt, wo ich die etablierten Regeln entspannen möchte. Dazu aber mehr, wenn es um Handel, Diplomatie und vielleicht sogar Söldner geht.